nimm's nicht persönlich. Wieso auch? Ich verbringe ja höchstens 60 Stunden die Woche in dem Laden. Spitzenlage, Spitzenpublikum, Spitzenbedienung. Der Laden ist eine Goldgrube, da machen Sie nichts falsch. Warum verkaufen Sie da? Private Gründe, ausschließlich private Gründe. Wovon reden die beiden da eigentlich? Gregor will das No Limits verkaufen. Was? Soll das ein Witz sein? Ja, das hat er schon lange vor, aber dass es jetzt so schnell geht, das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, ich rufe Sie an. Ja, aber warten Sie nicht zu lange. Es gibt genug andere Interessenten. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir Sie als Schirmherrin gewinnen könnten, Prinzessin von Waldensteig. Wir werden uns morgen bei Ihnen melden, Dr. Langenbruch. Danke. Dass Dr. Langenbruch noch von Ihrem Interesse an seiner Ausstellung überzeugt ist, grenzt an ein kleines Wunder. Es fällt mir tatsächlich schwer, den ganzen Tag über Kunst zu reden, während andere in Lebensgefahr schweben. Ja, das ist wirklich furchtbar. Und ich mache mir genauso viel Sorgen um Sebastian von Lahnstein wie Sie. Dennoch dürfen Sie sich in der Öffentlichkeit nicht so gehen lassen. Manchmal würde ich am liebsten einfach wegrennen und das alles hinter mir lassen. Als Prinzessin haben Sie nun mal Verpflichtungen. Prinzessin? Mein Name ist Tilheim vom Düsseldorfer Kurier. Könnte ich bitte ein Foto von Ihnen machen? Natürlich. Vielen Dank. Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Goethe, vergessen Sie nie, Sie genießen viele Vorteile durch Ihren Status. Sie glauben gar nicht, wie gern ich das alles hergeben würde. Für ein ganz normales Leben. So, dann erzähl mal, wer bist du? Was machst du, wo gehörst du hin? Dich kenne ich nicht. Hey! Hallo, Gregor. Mit dir habe ich gar nicht mehr gerechnet. Entschuldige. Nach deiner SMS habe ich mich so schnell beeilt, wie ich konnte. Ja, deine unfassbar geheimnisvollen beruflichen Geschichten. Aber keine Sorge, ich bin auch ohne dich schon relativ weit gekommen. Ganz allein? Du hast doch bestimmt eine Liste voller attraktiver Ersatzmechanikerinnen, die liebend gern für mich einspringen. Frauen wie du, die sind ziemlich rar gesät. Und mit den anderen habe ich nicht wirklich viel Glück. Also, abseits der Hubschrauberei. Du musst mir keine Details verraten. Was denn? Eine Frau, die nicht neugierig ist, das ist ja was ganz was Neues. Naja, nicht wirklich. Also, falls du es doch wissen willst, mein kleines Unglück, das begann auf so einem Maskenball. Ich weiß nicht mal, wie sie aussieht. Aber das ist auch ganz egal, weil ist auch nicht, sie war irgendwie total besonders. Das klingt romantisch. Ist es aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Und sie wiederzufinden wird wahrscheinlich genauso schwierig sein, wie den Rost von diesem Teil abzubekommen. Dafür gibt es Rostlöser. Und in der Liebe ist nichts unmöglich. Das ist ein schlauer Spruch. Nein, nein, ich fokussiere mich jetzt voll und ganz auf mein Schätzchen. Auf die Maschine. Auf die ist wenigstens Verlass. Habe ich jetzt einen Hunger? Sehr gut. Ich kann dir zwar keine kulinarische Reise durch das Rheinland bieten, aber... Aber Butterbrot und Fleischwurst? Was will der Mensch mehr? Eben. Wow. Danke übrigens nochmal. Hm? Dass du die Sache mit der Benzinpumpe kapiert hast. Ich bin ja nicht durchgestiegen. Ich fand das eigentlich gar nicht so diffizil. Auch einen Kaffee? Wenn das nicht so diffizil ist, mit der Kaffeemaschine gerne. Ich bin ja schließlich lernfähig. Dann schlucken. Geht's wieder? Alles bestens.
Kannst du mir einen Kaffeefilter geben? Einen Kaffeefilter? Da, in dem Regal, zum Beispiel. Wo? Na, da in dem Regal, vor deiner Nase. Wie dumm von mir. Wie viele Kaffeelöffel nimmst du denn du für 4 Tassen? 4. Tee- oder Esslöffel? Kaffeelöffel. Da ist noch einer drin. Gibst du mir einen Teil? Sofort. Du bist ganz schön unverschämt, weißt du das? Du bist ganz schön ungeduldig, weißt du das? Hier. Bitteschön. Nicht zufrieden? Nein. Sag mal, geht's noch? Es geziemt sich einfach nicht, in Anwesenheit einer Dame zu lesen. Ah ja.